Oh, sorry, Barazzo, mein Auto war instabil. Naja, der Stint war scheiße. Ja, alles klar! Was ist das denn hier für eine Scheiße? Ey, Alter! Tibor disqualifiziert. Was? Wegen der Blocken in der Boxenklasse. Oh Mann. So, werfen wir mal einen Blick aufs Wetter. Das sieht doch alles sehr schön aus. Kein Regen. Oh, voll schade, ey. Ich habe voll Bock drauf gehabt, ey. Rico, das ist alles deine Schuld, ne? So, liebe Formel 1-Fans, dann würde ich sagen, ab in die Einführungsrunde. Ja, ihr habt's gesehen, Qualifikation lief heute mal beschissen. Ja, das liegt daran, dass ich offensichtlich nicht in der Lage bin, eine Kurve optimal zu erwischen, dass sie wiederum gültig ist. Aber ist egal, Stixer hat mich also besiegt. Ja, Wetter, habt ihr gesehen, soll trocken bleiben und mit dabei neben Stixer heute auch Stefan, a.k.a. Tomahawk. Moin Moin. Und Shimi. Hallo. Ja, was erhoffen wir uns heute? Also Stixer hat gesagt, er will sich nicht drehen, das unterschreibe ich so. Aber ich sag mal so, Top 10 ist es nicht so weit entfernt. Und wir haben uns für eine alternative Strategie entschieden, weil die meisten nämlich auf hart starten. Wünscht uns Glück und hier nochmal für euch die Fahrerwertungen und beziehungsweise die Wertungen Fahrer-WM und Team-WM. Und dann sehen wir uns gleich im Grid. 0,2 Meter Sticky, du stehst da vollkommen falsch. Dennoch viel Glück erwünscht. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Achtung, nehmt ihr. Alter. Ja, super. Von 14 auf 10. Nice. Du bist in dem DRS-Train bis Platz 2. Ja, mega. Bis Tibor hinter dir. Erst danach ist eine Lücke von Lukas von Merz eine Sekunde. Der Brazzo und MSK ein bisschen auffällt. Okay. Naja, aber Lukas kämpft sich auch gerade wieder rein. Und Abflug von Schlags. Das heißt, na? Ja, Safety Car. Rein, ne? Ja. Geht rein. Holt ja. Nee, VSC. Aber trotzdem rein? Na, dann fahrt weiter, bitte. Okay. Aber so wie der steht, kann es eigentlich kein VSC sein. Er steht nur versteckt. Shit. Versuch dich zu verteidigen mal, sonst musst du den passen, aber du musst den wieder zurückholen. Lukas ist jetzt für die Durchfahrtsstrafe in der Box. Ich konnte mich kaum wehren. Ich werde dann mein ganzes ERS rausknüppeln. Ja, aber lass dich mal vom Tibor ziehen. Ja. Guckst du, ob du vielleicht hinter ihm wieder in den Train reinkommst. Und dann dahinter die Reifen schonen.
Tibo dreht sich. Oh. Sorry, Barazzo, mein Auto war instabil. Oh Mann, ey. Was war das denn? Führungswechsel. Okay. Shorty ist jetzt vorne. Ich hab hier echt mit Übersteuern zu kämpfen, das glaubt ihr gar nicht. Aber die Reifen brechen gleich unumrecht. Ja, 37% schon. Jo. Der Körper. Oh, schon wieder. Barazzo fährt weiter. Und rein. Naja, der Stint war scheiße. Naja, dennoch von 14 auf 10. Ja, die Startphase, das ist ja nicht der gesamte Stint. Trotzdem, ja. Viele Quersteher gehabt und... Nee. 20,3 Sekunden. Oh Gott, ey. Zwei wütende Alpha Tauri. Ja, alles klar. Was ist das denn hier für eine Scheiße? Ey, Alter. Jungs. Die Alpha Tauri sind sich nicht einig und Timo macht dann auch Straßensperre, Alter. Mann. Du musst ausrasten hier. Ruhig. Ja, oh, Schaden. Jungs, ey. Oh Mensch, Tibor! Mein Gott, Alter! Unbelievable, echt. Basti, bist du irre? Er dreht sich, fährt rückwärts hier auf die Strecke. Und da komme ich. Ja, ist egal. Scheiß auf die 3 Sekunden. Mir völlig egal. Hat keine Auswirkung. Was für ein Scheißrennen, Alter. Echt. So, liebe Freunde, ein Spanien Grand Prix. Voller Enttäuschung zumindest für mich. Geht damit zu Ende. Aber erst einmal abspeichern. Und gehen wir das Ganze durch. Maverick auf der 1, Alex auf der 2, Tony auf der 3. Gefolgt von Joe, Hoppe, Maxi, Tim, René, Barazzo, Tibor. M7K, meine Wenigkeit, Lukas, Basti und Vize-Sticky gehen allesamt mit Puck nach Hause. Schlags DNF und Medre auch leider DNF. Ich glaube sogar DSQ. Naja, wie dem auch sei. Ja, was soll ich sagen, Herrschaften? Mein Medium-Stint war scheiße, sind wir alle wirklich aller Meinung. Abgesehen vom Start, der war wirklich ganz gut. Wegen den weicheren Reifen, ist ja klar. Aber trotzdem, ich bin nicht zufrieden. Ich habe Top 10 anvisiert, ich habe es nicht erreicht, wie dem auch sei. Check ganz gerne mal die Shorts ab, da gibt es wieder die Formel 1 News zum dritten Mal. Ich weiß, aber guckt es euch gerne mal an und schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu. Entweder unten in die Kommentare oder wo auch immer. In diesem Sinne, gerne den Kanal supporten, wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt. Und dann sehen wir uns dann schon nächste Woche oder wann auch immer zu einem neuen Video. Macht's gut, bis dann. Und ciao.